Hallo und willkommen zurück zu Dino Crisis 2. Und ja, ihr habt ja schon gesehen im letzten Part, hier geht es langsam heiß her und ich schaue jetzt mal, ob ich hier irgendwo eine sichere Stelle finde. Dass wir erstmal diesen Strom an Dillos irgendwie, ich sag mal, verarbeiten. Und dann werden wir uns mal nach und nach tiefer in die Anlage reinwagen. Ah, das waren viele. Okay, das sind echt viele. Na, jetzt schon über 10 von denen. War es das jetzt oder kommt da noch was nach? Müssen wir aber bedenken, wir haben ja vorher schon einige erledigt. Einmal Gebiet verlassen, Punkte einsacken. Maximal Combo war eine 9er Combo. Ja, wir haben jetzt in kurzer Zeit fast 30.000 Punkte gemacht hier. Wie gesagt, die Punkte brauchen wir, wenn wir noch weiter upgraden wollen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel an Ausrüstung noch kommt. War das knapp. Verdammt, war das knapp. Ich glaube, hier habe ich eine gute Stelle gefunden, auch wenn der Anfang wenig hektisch ist, um zu dieser Stelle hinzukommen. So, sind meine eigenen Schrittgeräusche. Ah, nochmal 6. Ein 6er Kombo und 2000 Punkte dazu. Mit müssen wir die 30.000. Ja, noch nicht ganz. Es lohnt sich aber. Bin nicht sicher, ob wir. Okay. Hier spawnen immer noch einige. Geht doch einfach durch die Tür. Ich glaube, wir holen uns noch mal ein kleines Medipack. Ich hatte eigentlich gerade gedacht, dass wir endlich aufgeräumt haben, aber es kann auch sein, dass hier unendlich welche spawnen. In dem Falle werde ich hier natürlich jetzt nicht dauerhaft farmen, also zumindest nicht onscreen. Mist, den Muster wollte ich gar nicht. Ein leichtes Medikit haben. Dann werde ich offscreen farmen, bis wir alle Waffen voll haben. Und mal gucken, wie viel ich dann noch an Geld zusätzlich mache, sage ich mal, für den Fall der Fälle. Weil ihr merkt ja selber, es ist Wahnsinn, was da an Horden kommen. Also wenn man irgendwo Punkte farmen kann, dann an hier der Stelle.
Man muss aber auch der Respawn normalerweise aufgebraucht sein. Ja, sowas passiert, wenn man sich mal gerade mal kurz die Nase juckt, beziehungsweise kratzt, wenn. Das war knapp. Wie kommen denn noch von den Biestern hier? Das ist ja übel. Aktuell spawnt gerade nichts mehr. Oh, ich werde jetzt mal testen. Ich werde jetzt das Gebiet nochmal verlassen und nochmal rausgehen. Sollten jetzt weiterhin welche spawnen, werden wir noch einmal aufräumen und dann durch die Tür gehen zum zu der anderen Anlage. Dann ist nämlich auf jeden Fall sicher, dass das hier wo eine Farmstelle geworden ist. Das heißt, bevor im nächsten Part werde ich dann hier die Horde abfarmen. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Gut. Wenn es uns Heilung holen, jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir den Respawn einmal kurz nochmal aufbrauchen. Wenn der Respawn dann weg ist, werden wir dann durch die Tür gehen und den nächsten Respawn erstmal bis zum Ende abknallen. Und wenn das erledigt ist, werden wir dann uns so nach und nach durch die Forschungsanlage durcharbeiten. Das ist zumindest die einzige Variante, die mir einfällt, wie wir relativ gut durchkommen, ohne alles zu verbrauchen, was wir haben. Weil ich fürchte nämlich fast, dass wir da noch einiges an Probleme kriegen werden. Na gut, wir haben jetzt zwei große Medikits, Hämostat, mittlere Medikits. Ich bin sogar fast am überlegen, ob wir die Hämostate rausnehmen. Ja, komm. Wir haben zwei große Medikits dabei und dann kaufen wir tatsächlich noch ein bisschen was ein. Und ich bin am überlegen, ob wir einfach nochmal einen Schwung große Medikits holen. Noch die eine Reanimation, dann ist das nämlich auch voll. Weil mal ehrlich, die Hämostate, die haben uns bis jetzt nicht viel gebracht. Meistens habe ich dann einfach weitergekämpft, bis das Leben low war und habe dann einfach ein großes Medikit verwendet. Oh. Anscheinend ist der Respawn jetzt tatsächlich mal aufgebraucht. Das heißt, wir haben gerade eben nur noch den letzten Schwung erledigt. Auch gut. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben verdammt viele Punkte dabei gemacht bei der Aktion. Meisten Respekt habe ich vor dem kleinen Scheißer, der irgendwie immer aus dem Hintergrund kommt. Gut, dass wir die Munition aufgestockt haben. Ja, rein theoretisch könnten wir sogar die Schotten aufs Maximale auffüllen. Und für die kleineren Gegner ist die Schotte hier echt das Beste. Mhm. Da
wieder, der Kleine. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal. Wir werden jetzt mal eben kurz die Waffe auf ihr Maximum bringen und dann noch mal ein bisschen Munition füllen. Ihr seht aber schon, der Respawn hier an der Stelle ist auch aufgebraucht. Also es ist definitiv so, dass irgendwann nichts mehr nachkommt. Hier wollte man anscheinend vermeiden, dass man wirklich dauerhaft irgendwelche Gebiete abfarmt. Gut, wir haben es ja eigentlich gemacht. Wir haben jedes Gebiet abgefarmt, bis nichts mehr kam. Abgesehen von die Gebiete mit den Flugsauriern. Was aber in erster Linie da liegt, weil ich keine Lust darauf hatte. Oh. Es geht tatsächlich sogar mehr als 1000. Ja. Also gehe ich davon aus, dass das Maximale, was wir holen können, tatsächlich dann 9999 ist. Und die Punkte kriegen wir definitiv nicht zusammen. Oh! Silberne XP-Karte. Das ist super. Körperschutzanzug. Oh, den können wir gebrauchen. Also die nächsten 20.000 Punkte wissen wir einzusetzen. Ach, wenn ich schon mal dabei bin, erstmal speichern. Die 20.000 kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen, also da werden wir auf jeden Fall die bessere Rüstung uns holen. Das heißt, keine weiteren Ausgaben erstmal. Da der Kombo-Wert jetzt länger angezeigt wird, kriegen wir auch mehr Punkte raus. Was sich jetzt hier in dem Gebiet besonders lohnt, bei den Massen. Die wir jetzt natürlich auch gebraucht haben anscheinend. Naja, macht nichts. Wir kriegen noch weitere Gelegenheiten. Der Anzug ist ja in jedem Shop verfügbar und das werden wir auf jeden Fall auch holen. Das elektronische Schloss ist aktiviert. Du brauchst die ID-Karte der Forschungseinrichtung hierfür. Die Karte der Forschungseinrichtung. Ah. Objekte. Haben wir doch. Anscheinend benutzt er die nicht automatisch. Na gut. Eher mehr aus wie ein Bunker als wie eine Forschungseinrichtung. Ah, brauche ich doch gar nicht. Steuerungsfails. Objekt wird bereits benutzt, silberne XP-Karte. Okay. Wollen wir da nicht 20.000 haben, holen wir mal schnell unseren Schutzanzug. Okay. Wir haben einmal den Weg.
Das Efeu hat sich seinen Weg durch das Loch der Saurier gebahnt. Wir haben einmal da hinten den Weg und hier geradeaus ist noch ein bisschen. Haben wir hierfür eine Karte für das Gebiet? Okay, hier scheint der Weg zu der großen Tür zu sein. Würde mich wundern, wenn hier kein Angriff kommt. Stromversorgungsraum. Glaube, das müsste der große Raum sein. Ja, das ist der große Raum in der Ecke. Mit diesem Terminal kann man kann man den Luftschacht bedienen. Möchtest du benutzen? Ja, das hat wohl eher den Nutzen, dass man nicht ganz so von Dinos überrannt wird. Der Luftschacht ist außen, du kannst ihn von hier nicht bedienen. Wir brauchen ja da die Machete. Was haben wir denn da? Aufzeichnung der Forscher. Das Wiederherstellen des Zeittores ist mit den wenigen Instrumenten, die wir in dieser Welt haben, fast unmöglich. Das war heute hoffentlich unser letztes Experiment. Durch den Mangel an Ausrüstung konnten wir kaum weiterkommen und manche Tests nicht durchführen. Vor einer Woche sollte uns das Transportteam unter der Leitung von Lieutenant Wolf die Instrumente und Ausrüstung für das Experiment bringen. Sie sind nicht angekommen. Es muss etwas bei der militärischen Einrichtung geschehen sein. Wir konnten noch immer keine Kommunikation mit ihnen aufnehmen. Wenn wir das Experiment immer noch weiterführen möchten, müssen wir zum Raketensilo auf der anderen Seite der Hängebrücke gehen. Die Brücke wurde jedoch im Kampf zerstört. Der einzige andere Weg führt durch die Giftzone im Dschungel. Unglücklicherweise ist es zu gefährlich, auch in der Nähe der Gegend zu gelangen. Dino-Eier. Ein Dinosaurier hat hier ein Nest gebaut. Man sollte ihn wohl nicht stören. Wie war das so schön bei Jurassic Park? Das Leben findet seinen Weg. Ja. Dieses Gerät versorgt alle Instrumente der Einrichtung, die für die Experimente benutzt wurden, mit Strom. Es läuft jetzt auf Notstrom, kann daher so nicht benutzt werden. Ich habe da die Befürchtung, dass da gleich noch eine Menge Böses kommt. Und dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, dass wir hier den einen Lüftungsschacht einfach nur dicht gemacht haben. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass da gleich noch Horde Dillos angedüst kommt. Forschungsraum. Einmal wieder ein Terminal. Ein Dinosaurier hat hier ein Nest gebaut. Man sollte ihn wohl nicht stören. Okay, kommt überall das Gleiche. Ein Terminal des Doktors. Es hat keine Energie. So kann man nicht herausfinden, welche Daten hier gespeichert werden. Okay, wir müssen also irgendwie gucken, dass wir den Strom wiederherstellen. Ein Terminal des Doktors. Ja, okay. Gleicher Text wieder. Diesen Terminal kann man, ja, wollen wir benutzen. Ich habe keine Lust, dass wir gleich überrannt werden. Kleines Medikit. Ja, nehmen wir mal mit. Der Käfig ist nicht verschlossen. Aus einem unerklärlichen Grund liegt ein Metalllöffel im Inneren. Möchtest du den Käfig öffnen? Da ist noch etwas im Käfig. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden.
Compsognathus. Bedeutung flinke Zähne. Länge 1,2 Meter, Höhe 0,5 Meter. Das sind die kleinen Kompis. Beobachtungsbericht. Der Compsognathus hat den Spitznamen Kompi, sag ich da gerade, bekommen. Seine Nahrung besteht hauptsächlich aus Insekten. Die sind kleine Dinosaurier, die keine Bedrohung für den Menschen darstellen. Sie leben in Gruppen, innerhalb derer sie soziale Beziehungen eingehen. Als sie begannen, sich in der Forschungseinrichtung einzunisten, wurden sie schnell zu einer Plage. Sie verhalten sich ähnlich wie die Vögel und wir spekulieren, dass sie entfernt mit ihnen verwandt sind. Sie werden besonders von kleinen glitzernden Metallgegenständen angezogen, die sie dann auch in ihre Nester bringen. Dies Verhalten hat jüngst zu Problemen in unserer Einrichtung geführt. Kampfhinweise. Es gibt keine wirklichen Hinweise, da sie keinen direkten Schaden bei Menschen anrichten. Wir überlegen uns jedoch Maßnahmen, die sie davon abzuhalten, kleine Objekte von den Soldaten zu stehlen. Aha, ich verstehe. Wir müssen wahrscheinlich einen kleinen Kompi hier reinlocken und dann ihnen den Schlüssel wegnehmen, der wahrscheinlich gestohlen wird. Ich erinnere mich halt nicht mehr genau dran. Es ist ein Medizinschrank. Sein Inneres ist total zerstört. Hiervon kann man nichts mehr benutzen. Da liegt wieder eine Datei. Notizbuch des Forschers. 25.03. Vor kurzem haben viele der Jungs Gegenstände als verschwunden gemeldet. Besonders kleinere Gegenstände wie Handspiegel und Uhren. Kleinen Diebe. Neulich ist mir das auch mit meinem silbernen Anhänger passiert. Er ist verschwunden. Es gibt Gerüchte, dass es das Werk eines kleinen Dinosauriers ist. Er hat einen wirklich komischen Namen, wie Kompi oder so ähnlich. 3.04. Heute habe ich etwas Interessantes gehört. Krähen und manche andere Vögel haben ein seltsames Verhalten, glitzernde Gegenstände einzusammeln. Es scheint, dass diese Kompis ähnliches Verhalten aufweisen. Wenn ich mir das jetzt überlege, alle verschwundenen Gegenstände haben geglänzt. Es scheint, dass viele Gemeinsamkeiten mit Krähen haben. Vielleicht sind die Kompis die Urahnen. Wir konnten bisher noch keinen fangen, da sie sehr flink und wendig sind. Wenn wir ihr Verhalten ausnutzen, dann könnten wir vielleicht 6.04. Wir haben einen Tierkäfig aus dem Labor benutzt und konnten so schließlich einen Kompi einfangen. Wir haben Allens Armband als Köder benutzt und den Kompi im Käfig gefangen. Die Möglichkeit, sie zu fangen, besteht darin, alle möglichen Fluchtwege zu verschließen. Wenn es eine noch so kleine Lücke gibt, verschwinden sie und betreten den Käfig nicht. Wir werden diesen Käfig benutzen und sie so schnell wie möglich loswerden. Die Raptoren, von denen die Kompis gefressen werden, tummeln in dieser Gegend herum und stellen für uns eine Gefahr dar. Kompis, was für eine Plage. Es dauert noch 2 Wochen, bis sich das Forschungspersonal nach Edward City begeben kann. Bis dahin müssen wir unser Bestes tun, um diese Einrichtung vor den Dinosauriern zu beschützen. Auf dem Tisch liegen ein paar Proben und ein Mikroskop. Den lassen wir tatsächlich mal offen. Wenn er nämlich da reinflüchtet, können wir das nämlich ausnutzen. Die anderen Wege sind ja alle dicht. Also als erstes auf jeden Fall gleich den Schutzanzug. Strom konnte man nicht wiederherstellen, was ein bisschen blöd ist. Okay, das ist dieser kleine Zwischenraum. Hier ist der große Raum. Da hinten ist dann der kleine Zwischenraum, wo wir hin müssen. Das elektronische Schloss ist aktiviert. Du brauchst die ID-Karte der Forschungseinrichtung hierfür. Die ID-Karte wurde gestohlen, du musst sie zurückholen. Die Missionsdaten wurden aktualisiert. Prioritätsmission
Hol die ID-Karte zurück, die der kleine Dinosaurier gestohlen hat. Suche Teile für das Plasmodien-Schiff. Wir haben die Tür ja hinten offen gelassen, das heißt, er wird gleich da reinflüchten. Heißt, wir werden den Käfig. Ah, okay, der Käfig ist schon offen. Alles andere ist zu. Na dann spielen wir eine Runde Copy fangen. Bei Ark sind die Copies übrigens nicht so freundlich. Da geht nämlich eine Horde von den Öl. Aua. Eine fiese Überraschung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aua. Fiese kleine Miesviecher. Okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt wieder erstmal eine sichere Stelle suchen. Frage ist natürlich, ob es hier auch im Stromversorgungsraum ein paar von ihnen sind. Anscheinend nicht. Ist schon mal gut, dass wir die ganzen Türen zugemacht haben. Mal, das war eine Info. Mit dieser Karte wird die Kombo länger angezeigt. Naja, gut. Das wissen wir ja schon. Ob das schon als Schaden zählt, den ich bekommen hätte. War ja so klar, wir müssen ihn natürlich ausreichend durch die durch den hintersten Weg jagen. Na gut, machen wir hier die Tür zu und dann jagen wir ihm halt durch die ganze Anlage. Ah.
Mist. Moment mal. Eventuell, wenn das hier offen ist, könnte es vielleicht sogar klappen, dass er hier reinrennt. Dann können wir uns vielleicht einen Weg sparen. Ich muss mal gucken, welche jetzt der Tür noch aufgegangen ist. Aber gut, ich sehe gerade, wir haben eine halbe Stunde voll. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter und dann geht die lustige Kompi-Jagd los. Yay!